Hallo ihr Lieben, heute habe ich wieder eine One-Pot-Pasta für euch. Und zwar einen Nudeltopf mit Grillgemüse. Im Spätsommer rösten wir unser Gemüse gerne auf unserem Foruna oder auf der Herdplatte. Den Foruna-Beitrag verlinke ich am Ende dieses Beitrages, damit ihr euch mal anschauen könnt, wie rustikal es doch bei uns zugeht. Auf alle Fälle wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit dem neuen Video und beim Ausprobieren. Und da mein Vorrat an Grillgemüse aufgebraucht ist und ich auf den Spätsommer warte, habe ich auf tiefgefrorenes Grillgemüse zurückgegriffen. Schmand. 1 Eigelb, 1 Werden miteinander verrührt und ich wechsle zur manuellen Eingabe, klassisches Garen, Braten und der Topf wird erhitzt. Etwas Öl wird angegossen, Zwiebel, 3 Knoblauchzehen und etwas Sucuk werden angebraten. Sucuk ist Rindfleisch-Knoblauchwurst. 350 Gramm Grillgemüse. 300 Gramm Spaghetti werden zugegeben. Milliliter Wasser werden angegossen. Und der Deckel wird geschlossen. Und ich wechsle zu Garen unter Druck. 8 Minuten. Und es wird abgedampft. Ich verlasse das Programm und wechsle zur manuellen Einstellung warm halten. Der Topf wird geöffnet. Die Eigelb-Schmandmasse wird untergerührt. Die Nudeln sind al dente und das duftet super. Priyatno. Ich lege den Deckel jetzt nur auf und lasse das Ganze noch für etwa 5 Minuten so in dieser Schmand-Eimasse ruhen und die Soße richtig durchziehen.
Ne sure. Ostia, ma dove andiamo? Ah? Ora di tutto, te quello che sto facendo. Ora. Ah?